Autobeschriftungen nach Ihren Wünschen. DSB Deco Studio in Binnigen. Und alles ist in Bewegung auf den Frühling zu, vor allem aber auch an erster Stelle in Binnigen. Guido, was macht ihr hier im Schlosspark? Da ist eine neue Serie wieder losgegangen. Gut, wie ihr seht, haben wir hier das Tai Chi. Das seit 6 Jahren. Das ist das 6. Mal, dass wir es machen. Und jeder, der Lust hat und mag, kann da mitmachen. Das ist ja mal so der Vordergrund, wo das ist. Und wir haben sehr früh angefangen, 1. April. Ihr seht, es ist kein Scherz. Also, das läuft. Und wir haben 4 Grad. Also ich bin erstaunt, dass so viele Leute schon gekommen sind. Wir haben es noch nicht gross beworben. Also es ist etwas, das doch schon eine Basis hat, wo die Leute das gerne machen wollen. Und ich glaube, wenn das jetzt so weitergeht wie jetzt, dann werden wir das ganze Jahr durch bis im Oktober sehr viele Leute können hier begrüßen, die Spass haben an der Bewegung. Jetzt aber, wie geht denn das weiter? Es ist ja nicht nur das Tai Chi, das ist eine Komponente von eigentlich einem ganzen Bewegungsprogramm, das du dir ausgedacht hast für Binnigen. Ja, also die Idee ist, dass wir die Leute wirklich effektiv zum Bewegen bringen. Das heisst, das ganze Jahr durch, jetzt das Tai Chi vom April bis zum Oktober. Und wir haben Aquafit, wir haben Nordic Walking, Rückenfit, das läuft das ganze Jahr. Also das heisst, Aquafit am Morgen um 6.30 Uhr, man kann sich vorstellen, 6.30 Uhr am Morgen, haben wir 20 bis 30 Leute. Oder können wir mitschwimmen. Dann zu oben am 8. Dann haben wir Rückenfit Pilates. Da haben wir auch 20, 30 Leute, die mitmachen. Und am Freitagmorgen am 9. Nordic Walking. Also, und das kann man das ganze Jahr, läuft das Programm, außer während der Schulferien. Also ist sensationell. Also 6 Jahre bis jetzt nonstop, wo die Gemeinde Binnigen das unterstützt. Apropos Unterstützung, ich habe mitgekriegt, die ganze Sache ist eigentlich kostenfrei. Ja, das ist also unglaublich. Also in der Schweiz ist das ein einzigartiges Projekt, das wir haben. Das heisst, Binnigen kann ein Angebot machen, das es eigentlich gar nicht gibt. Das heisst, also, jeder Bürger und Bürgerin von Binnigen kann hier gratis da mitmachen. Das ist ja so etwas, wo man so gar nicht kennt. Oder? Weil es gibt sehr viele Gemeinden, die vielleicht mal ein Wochenende etwas anbieten oder eine Woche am Stück. Aber das ganze Jahr nonstop, das ist wirklich etwas, wo wir sagen, dass das Gemeinde mitmacht mit mir zusammen, ist wirklich ein Novum. Ja. Jetzt hast du aber nur von Binnigen geredet und ich meine, durch das es ein sehr spezielles, einzigartiges Angebot ist, denke ich, dürfen auch Gäste ein bisschen von außerhalb kommen, wenn das Interesse da ist, oder? Wenn ich ja den Schlosspark mal voll habe. Also ich glaube schon, dass es mein persönliches Ziel ist doch schon, dass wirklich alle, die Lust haben, die dann auch wohnen, wo es nicht zu weit ist, sind gerne eingeladen, das mitzumachen. Ob es die von Oberwil kommen, von Therwil, von Aesch oder von Alschwil, sind alle eingeladen. Also das ist aber schön an dieser Geschichte, oder? Es ist eigentlich für alle da. Ne? Wobei man das könnte auch auf andere Gemeinden können doch weiterspinnen, das Projekt. Also das wäre schon noch eine Idee, die ich im Hintergrund habe, dass man es auch weitergibt. Oder? Ja, das wäre schon noch spannend. Also das würden wir auf jeden Fall auch unterstützen, dann würde ich sagen, jede Gemeinde oder jeder Gemeindevertreter, der findet, doch, wir wollen uns auch bewegen, an die wenden und dann kann man das Projekt vielleicht ein bisschen erweitern, oder? Also das wäre sicher, bin ich gerne bereit, hier anzustehen und das einmal auch mit Ihnen zu besprechen und die entsprechenden Daten oder die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, seit 6 Jahren in Binnigen, mit Ihnen das zu besprechen und auch zu koordinieren und anzuschauen. Das ist sicher kein Thema, das mache ich gerne. Also das liegt mir am Herzen, dass wir es können weiter also über Grenzen aus von Binnigen können veranstalten. Das wäre sicher eine ganz tolle Geschichte. Also einfach auf uns suchen und uns ansprechen, also sind wir gerne bereit. Was sehr, sehr wichtig ist einfach, man muss einfach sehen, wir haben so eine Konsumgesellschaft und wenn man sieht, dass immer mehr Leute Probleme haben mit der Gesundheit, einfach Bewegung, die uns fehlt, oder? Das ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Dort müssen wir einfach auf Deutsch gesagt Gas geben. Und ich glaube, mit dem Projekt in Binnigen, wo wir jetzt wirklich einzigartig und federführend sind, dort müssen wir ansetzen, nicht nur viel reden, auch umsetzen.